Zur feierlichen Grundsteinlegung der Erweiterung der Wolfgang-Borchardt-Schule am 8. Juli 2020 hatten Karin Glomscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Sandra Scheres, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie und Helmut Klebank, der Bezirksbürgermeister von Spandau, geladen. Die Schulbauoffensive ist ja ein Großinvestitionsvorhaben des Landes Berlin, getrieben natürlich von der attraktiven Stadtentwicklung, dem Bevölkerungswachstum, der Notwendigkeit, in relativ kurzer Zeit relativ viele Schulplätze zu schaffen. Kann meine Kollegin noch mehr ein Lied von singen. Wir tun jedenfalls, was wir können, um diesen Prozess zu unterstützen. Wir bauen auch in Pandemiezeiten haben wir sozusagen weitergebaut. Wir haben auch ein paar Grundsteinlegungen ausfallen lassen, sondern die haben dann einfach sozusagen im ganz kleinen Kreis der Baubeteiligten stattgefunden. Aber da, wo es möglich ist, so wie heute, wollen wir natürlich an dieser Tradition festhalten. Hier werden künftig rund 780 Schülerinnen und Schüler quasi in ihrem eigenen Dorf leben können. Und die 1957 als Hauptschule errichteten Gebäude hier am Standort waren nicht vollständig zu integrieren in dieses neue Konzept, mussten also teilweise abgebrochen werden. Und deshalb war sozusagen die besondere Aufgabe, die hier im Wettbewerb und dann beim Vorhaben gelöst werden muss, dass man den Gebäudebestand, der da ist, umstrukturiert und integriert mit den Neubauten, Erweiterungen funktional und gestalterisch zu einem überzeugenden Schulkomplex. Die Nutzfläche wird über 3600 Quadratmeter betragen. Die Bauart ist ein Stahlbeton-Skelett mit Betonkern. Die Räume sind dadurch flexibel, einteilbar mit leichten Trennwänden. Die gedämmte vorgehängte Fassade mit Stahlbeton, Fertigteilen und Aluminiumblech und es wird Holz-Alu-Fensterfassade geben. Wir haben ja hier auf dem Campus schon einen modularen Ergänzungsbau, der ist 2017 fertig gebaut worden und da war natürlich logischerweise nicht alles drin, was so eine Schule braucht. Wir ergänzen also eine Aula, wir haben einen Mehrzweckraum mit Mensa, Fachräume, Bibliothek. Und auch die Verwaltung und pädagogische Sonderflächen finden hier. Ein großer Grund, voller Freude zu sein, dass eben die Schulbauoffensive weiterläuft. Und letzte Woche war es, glaube ich, der 61. MEP wurde eröffnet. Das war auch eine ganz, ganz tolle Feier. Insgesamt nehmen wir ja 5,5 Milliarden Euro in die Hand für die Berliner Schulbauoffensive. Der Koalition ist es mit den vielen Partnern gelungen, 13.500 zusätzliche Schulplätze zu schaffen. Hier an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank auch an den Bezirk. Also ich kann nur sagen, ich bin sehr oft in Spandau. Hier passiert sehr viel. Wir haben einige Grundsteine gelegt, MEPs eröffnet. Also hier passiert sehr viel, hier entstehen sehr viele Schulplätze und die Zeiten des Verantwortungs-Hin- und Herschieben, finde ich, ist vorbei. Also dass die Verwaltung wirklich auch an einen Strang ziehen, weil wir alle ein Interesse haben, viele Schulplätze zu schaffen. Wir haben uns gemeinsam vorgenommen, über 60 Schulen zu bauen. Das ist eine ziemliche Größenordnung, die wir uns vorgenommen haben, aber wir sind im Moment im Zeitplan, auch was unsere Schnellbauschulen angeht. Das sind auch ganz besondere Schulen und auch die sozusagen dieser Ergänzungsbau oder die Ausweitung dieser Schule, Frau Lomscher sprach es schon an, ist auch etwas Besonderes. Hier entstehen nicht einfach so Klassenräume, sondern sozusagen Praxisräume, eine Mensa, Aufenthaltsmöglichkeiten. Das sind alles wichtige Dinge auch für Schülerinnen und Schüler. Also einerseits für den Unterricht, für den fachlichen Austausch, aber auch der Demokratiebildung, dass man Möglichkeiten hat, eben auch zusammenzukommen, in die Diskussion einzutreten. Und diese Schule ist auch eine besondere Schule, weil sie sich nämlich die Berufsorientierung auf die Fahne geschrieben hat. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin ganz glücklich, dass dieser Termin unter diesen besonderen Bedingungen zustande kommen konnte. Wir haben uns ja in Spandau nicht nur vorgenommen, die Schulbauoffensive richtig mit Schmackes zu versehen, sondern auch die Feste zu feiern, wenn sie sich denn uns bieten. Und es gibt ganz viele Gelegenheiten, solche Feste in Spandau zu feiern. Hintergrund ist, dass wir nicht nur beim Schulbau vorne dabei sind, sondern auch beim Wohnungsbau, liebe Frau Lomscher. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch diesen Aufwuchsbedarf bei den Schulplätzen in besonderer Art und Weise haben. Und weil wir das schon seit Jahren wissen, weil wir eben die Flächenreserven haben für den Wohnungsbau, waren wir von Anfang an auch dabei, schon in der letzten Wahlperiode das Land Berlin zu überzeugen, es braucht eine besondere Anstrengung, um bestehende Schulen zu sanieren, aber auch um den Schulbau voranzutreiben.
Und deswegen haben wir ja dann gemeinsam diese Schulbauoffensive auf den Weg gebracht. Es ist ein Ergänzungsbau, aber er zählt sozusagen allein wegen seines Volumens von über 20 Millionen Euro in dieses Neubauprogramm rein. Und von den drei Standorten in Spandau ist das jetzt der erste, wo wir heute die Grundsteinlegung feiern können. Aber auch bei den anderen Programmen, es sind mehrere Maps entstanden, wir haben es gerade schon gehört, einer davon hier, drei andere stehen schon. Ich glaube, vier andere sind in der Pipeline und in Planung oder gar schon richtig in Vorbereitung für den Baubeginn. Bei den Typensporthallen sind wir auch mit dabei. Die ersten zwei entstehen schon in Spandau. Also von daher, wir sind überall richtig vorne weg, haben noch mehrere komplette Neubaustandorte auch, die wir gemeinsam bewegen. Zum Teil müssen die Grundstücke noch gekauft werden. Zum Teil hat der Bezirk sie schon in den vergangenen Jahren scheibchenweise erworben, sodass wir da sehr gute Aussichten haben. Und natürlich, wir haben auch noch einige Schulstandorte, die von ihrem Sanierungszustand her so problematisch sind, dass wir möglicherweise Ersatzneubauten vornehmen, also eine ganze Schule komplett neu bauen, weil die Sanierung sich einfach nicht lohnen würde. Insgesamt für Spandau gibt das einen Betrag von deutlich mehr als 500 Millionen Euro mittlerweile, was in unsere Schulen zu investieren ist. Ein Riesenbetrag, ein Programm für Jahre, ich würde mal sagen ein Rieseninvestitionsprogramm für die Bauwirtschaft, die ja heute hier auch gut vertreten ist und die da die Ärmel hochkrempeln muss. Es ist eine gute Tradition, dass es von mir sozusagen eine aktuelle Tageszeitung gibt, verbunden mit den besten Wünschen für dieses Bauvorhaben. Ich glaube, ich habe es noch nicht verraten. Wenn alles gut läuft, dann soll das hier Ende 21 fertig sein. Und ab 22 sind dann hier einfach zauberhafte Zustände. In diesem Sinne alles Gute für dieses Bauvorhaben. Ja. Wie gesagt, es ist eine besondere Schule mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt auch. Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern, dass hier ein sehr, sehr toller, guter Lernort entsteht, dass sie viele Freundinnen und Freunde hier kennenlernen. Den Kolleginnen und Kollegen wünsche ich einen guten Arbeitsplatz. Und ja, ich wünsche mir auch, dass dieser Bau schnell voranschreitet und problemlos voranschreitet. Ja, das wünsche ich mir und wünsche allen alles Gute. So. Ja, dann erlaube ich mir stellvertretend für die AGM 4 bzw. insbesondere für das Büro MVM Starke die Planunterlagen in die Zeitkapsel einzuführen, damit jeder weiß, was hier geplant war und auch umgesetzt wurde. Die aktuelle Währung kostet aber 2,50 Euro mehr dieses Bauvorhaben, glaube ich. Okay. Ja, auch gut. Das haben wir nicht ganz verraten. Wenn alles gut geht, dann sind wir bei 22 Millionen. Und das soll dann auch funktionieren. Also, dann können wir sie hier versenken und wünschen dem Bauvorhaben gutes Gelingen.